Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zur 109. Folge Minecraft, also einfach nächste Aufnahmesession. Ich sage nicht immer dazu, wer die Erwartung hat, dass ich jetzt immer dazu sage, was das für eine Folge ist und wie lang die geht. Tut mir leid, muss ich leider sagen, dass das nichts wird. Wir gucken mal hier ein bisschen rum. Schön ist es. Da hinten, das sieht schon echt gut aus. Abseits der Zwillinge, ja, ich habe es getan. Ich habe es getan, habe den Mist, sag ich mal, weggegraben alles. Das ist schon richtig gut geworden. Jetzt sieht man nur noch in der Ferne, jetzt ist dieser große Hügel nicht mehr da und das ist schon sehr, sehr geil. Und jetzt wollte ich mal schnell, erstmal gucken wir natürlich nach einem anderen Skin. Hier nehmen wir mal Otto. Er hat wenigstens eine Hand, das ist nicht so irritierend, dass er keine Hand hat. Der alte Rocker. Ja. Und so sieht der ganze Kram aus. Hat seinen Walkman dabei natürlich. Und wir freuen uns wieder auf eine schöne anderthalbstündige Aufnahmesession Minecraft. Herrlich. Ich habe es getan, wie gesagt, habe hier hinten den ganzen Kram weggemacht. Das habt ihr sicherlich eine Folge vorher gesehen. Oder auch nicht. Die war schön im Zeitraffer. Hier sind sogar noch leere Erdflecken. Und hier hinten sieht aus wie Schnee, aber es ist kein Schnee. Das ist nämlich Glas. So. Wie man sieht, das sind Glasblöcke. Hier unten ist nämlich eine Mine. Ein Minensystem. Da können wir auch mal hin. So, aber erstmal wollte ich gekonnt erstmal einen Batzen Erde holen, weil ich hatte noch was vor. Und das habe ich euch ja auch schon mal ein bisschen angerissen, was ich vorhabe. Hier hinten ist dunkel. Ich habe ganz schön was geschafft. Ich habe auch hier hinten, habe ich das Ganze auch abgeflacht, damit das nicht ganz so oberflächlich und blöd aussieht. Hier hinten habe ich das ein bisschen flacher gemacht, damit das nicht so komisch in der Luft schwebt und so. Da hinten habe ich was in der Luft geschwebt hat, weggemacht. Das sieht immer ein bisschen blöd aus. Das mag ich nicht so gerne. So. Ja, es ist leider soweit. Wir machen unseren schönen Doofteich, in dem wir schon mal ertrunken sind, machen wir weg. Weil wir wollen ja zeitnah. Bam. Wir wollen ja zeitnah auch mal ein Mar Zentrum bauen. Ein Marktzentrum. Ein quasi den Mittelpunkt des Dorfes. Wenn ich das mal so sagen darf. Ein Zentrum eben. Ja, gut. So. Hier einmal zugemacht. Das kennt man. So. Einmal komplett zugebaut. Was? Und da war's das schon? Mist. Wo kriegt man jetzt drei Erdblöcke her spontan? Einfach nur schnell drei Erdblöcke her. Irgendwo. Komm. Irgendwo ist es doch, muss es doch möglich sein, mal schnell drei Blöcke Erde herzukriegen. Hier beispielsweise. So. Das ging doch eigentlich relativ fix. So, ich habe das Gefühl, ich schreie ganz schön. So, bin gerade frisch von Arbeit gekommen. Musste, was heißt musste? Wollte die Aufnahmesession noch heute machen. Hatte Bock drauf. So, jetzt haben wir den Kram hier zugemacht. Das war ja mal ein Creeper-Loch. Kann euch aber leider nicht mehr sagen, welche Folge das war.
So, wir brauchen sie jetzt folgendermaßen. Wir wollen ja erstmal ein Feld bauen. Ein neues Feld, wo man so ein bisschen. Da brauchen wir erstmal Eimer. In der Werkzeugkiste müssten die sein, die Eimer. Eimer, Eimer, sowas nehmen wir hier mit. Sowas nehmen wir einfach mal mit, weil wir es können. Und Zäune nehmen wir mit, damit wir ungefähr abschätzen können, wo der ganze Kram ist. Da markiere ich die Ecken. Ich mache das nämlich, möchte das nämlich gerne wieder so machen wie das letzte Mal. Die Spitzhacke wird aber nicht reichen, das kann ich gleich sagen. Da müssen wir noch eine mitnehmen. Ich suche Zäune. Und Zäune müssten doch hier sein, aber das sind sie nicht. Also sind sie beim Holz. Da, 20 Stück reicht erstmal. Das ist ja nur zum Markieren. Wir wollen ja hier hinten so ein bisschen noch eine kleine Agrarfläche machen, sag ich mal. So. So, es läuft. Es läuft volle Kanne. Ihr seht's, wir laufen hier einfach mal durch. So, und benutzen mal einfach nix. Du kannst nur schlafen, wenn es dunkel ist und die Sonne, ja, die steht eigentlich so im Zenit, würde ich mal behaupten. Wir machen hier so ein schönes Ding hin. Ein schönes Feld. Hier so mit ein bisschen Abstand, damit das nicht ganz so kacke aussieht, sag ich mal. Ihr werdet euch jetzt sicherlich wundern, ja. Erst hat das Ring gebaut, jetzt baut es wieder ab. Schön sinnlos. Ja, sinnlos nicht, aber sinnlos erachte ich das jetzt nicht so. Ihr wollt, wir bauen jetzt quasi einen neuen Teil unseres Dorfes. Fangen wir jetzt damit an. Und der ist eigentlich ganz okay. Was heißt, ist ganz okay? Also ich würde ihn einfach. Der gehört dazu und da wollte ich euch dran teilhaben lassen. So, jetzt habe ich's. Das wird hier echt ein richtig, richtig langes Feld. Das wird schon ordentlich werden. Und wir sammeln den ganzen Kram jetzt ein, weil wir später werden wir ja noch die Sachen brauchen. Nee, das war zu weit. Das war auch zu weit. Hier quasi kommt dann eine Ecke hin. Genau. Dass das noch hier noch in ordentlichen Abstand ist, sag ich mal. Im ab ordentlichen Abstand zum Wasser. Hier ist es zum Beispiel der Abstand schon nicht mehr gewährleistet. Also müssten wir mal ganz ungeniert einfach noch einen dran machen, dass das nicht so direkt am Rand ist, aber dass man halt hier noch ganz knapp noch lang gehen kann. So. Ich möchte halt gerne. Ich würde halt schon gerne rundrum, wie man so schön sagt, einen Zaun haben. So. Keine Mobs draufkommen, sag ich mal. Man könnte hier natürlich jetzt auch eine Schaufel benutzen, aber da bin ich immer zu faul, das wisst ihr ja. So. Und dann machen wir da drunter schön Wasser, wie in unser, wie am Davidhain eigentlich. Und jetzt stellen wir hier drüben ein Häuschen hin. Ein Häuschen, ein Häuschen. So, lass mal gucken. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Das wird schon ganz schön groß, muss ich mal sagen. Aber das kann es ruhig auch mal werden. Das finde ich jetzt nicht allzu schlimm.
Warum nicht auch mal was größer bauen? Finde ich jetzt nicht so schlimm. Und den haben wir auch falsch gesetzt, ich Trottel. So, den setzen wir hier rüber. Und eins. Zwei. Ich merke, wie ich durch das Sprechen, ich arbeite ja in meinem Beruf viel mit Sprache, also muss viel sprechen in meinem Beruf, da merke ich immer, wie es manchmal ein bisschen schwierig ist, aufnehmen nach der Arbeit. Normalerweise nehme ich ja immer samstags auf, aber das ging dieses Mal nicht. Ich war nicht da und deswegen nehme ich gerade mal mitten in der Woche auf. Das passiert. Ja, und da habe ich mich mal kurz geräuspert. Das hättet ihr sicherlich nicht gemerkt, wenn ich nichts gesagt hätte, aber ja, man muss nicht mal alles so eng sehen. Eher ein bisschen easy Schiebchen. Davon bin ich ein Freund. Ohne Spaß kein Fun. No risk, no fun. Das ist mein Motto. Jo, es geht volle Banane los. Wir gehen mal kurz abratzen. Würde ich sagen. Und dann werden wir uns doch mal eine Schaufel machen müssen. Oder vielleicht sogar zwei. Erstmal machen wir uns eine Schaufel. So. Da brauchen wir davon ein bisschen. Ach, Sticks haben wir noch. Okay. Davon brauchen wir ein bisschen was. So. Und jetzt machen wir uns eine schöne Schaufel. Dann geht es einfach am nächsten Tag ein bisschen schneller. Und dann müssen wir auch nicht so abkacken, sag ich mal. Und das ist eigentlich alles ganz okay. So, weiter geht's. Das wird schon kein kleines Feld, sag ich mal. Und dann kommt hier hin so ungefähr das Haus. Bauernhaus. Und hier vorne noch zwei kleine Felder, dachte ich mir. So ein bisschen. Einer, der halt auch ein bisschen mit neben dem Davidhain, wo ja ein altes Mütterchen wohnt. Und so ein bisschen ihren Haushalt aufbessert. Habe ich eigentlich schon ein Schild an Davidhain gemacht? Das weiß ich noch. Das weiß ich gerade. Kann ich gerade gar nicht sagen. Müssen wir nachher mal hintergucken. Müssen wir eh sowieso mal wieder ernten. So. Das ist quasi eine nächste Baustelle. Danach möchte ich gern hier oben weiterbauen an den Zwillingen. An denen möchte ich gerne ein bisschen weiter konstruieren. Gerade nach hinten raus noch so eine kleine Wachstube hinmachen. Da soll ja auch noch einiges kommen. So. Jo, das geht hier richtig flott mit der Schaufel. Die geht auch richtig flott kaputt. Also so eine Schaufel, die ist von der Haltbarkeit echt ein Witz. Da hält der ganze restliche Kram aus Stein hält da um einiges länger. Habe ich zumindest das Gefühl. Vielleicht täuscht das auch nur, weil beispielsweise die Erde schneller abgebaut wird als Stein. So, ihr seht, es läuft. Jo, aber ich will nicht so ein herrschaftliches Bauernhaus machen, weil Bauern, deswegen sind die ja auch aus der Stadt raus, sag ich mal. Die sind aus, die Stadt, eigentliche Stadt, Dorf ist ja hier vorne. Und deswegen sind die auch ausgegliedert. Erstmal hat man da drinnen Platz nicht, ist klar. Und dann ist das natürlich voll unrealistisch zu sagen, ihr seid jetzt voll die
richtigen Mitglieder in unserem Dorf. Natürlich sind es Dorfmitglieder,